In der ZIP Nacht bei Jürgen Pettinger war gestern der Vorsitzende der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft wieder, Roman Hebenstreit, zu Gast. Auf die Frage, wie er die jüngsten Vorstöße von Arbeitsminister Martin Kocher bewertet, sagt er: Naja, es ist schon bemerkenswert, es stellt sich meiner Meinung nach sichtbar jetzt mehr und mehr die Frage, wer denn für diese Krise bezahlen wird. Werden es die sein, die sich's leisten können oder die, die sich nicht wehren können? Weil wir einerseits erleben, dass Sanktionen gegen Sozialbetrug reduziert waren, Stichwort Zusammenrechnen von Verstößen gegen das Arbeitsrecht, Kumulationsprinzip, und gleichzeitig aber man von Sanktionen gegenüber den Arbeitssuchenden redet, dann ist das schon eine bezeichnende Botschaft, die wir hier empfangen. Allerdings, Arbeitsminister Martin Kocher hat gestern mehrfach betont, dass er nur die bereits bestehenden Zumutbarkeitsgrenzen verstärkt durchsetzen will, sprich zumutbare Arbeitswege bei neuen Jobs und so weiter. Ist das nicht gut so? Also wozu dann die Botschaft? Ja, wenn es Dinge sind, die ohne dies schon Gültigkeit haben und die zu vollziehen sind, dann gehen wir davon aus, dass sie vollzogen werden. Ich denke mir, die Intention der Botschaft war eine andere. Was wir uns wünschen würden, wäre eine Botschaft vielleicht in die andere Richtung. Ja, wir wissen, dass es durchaus auch auf Arbeitgeberseite Nachholbedarf gibt. Warum geht man zum Beispiel nicht her und ermöglicht dem AMS Zugriffe auf die Daten des Arbeitsinspektorates, und bei Verstößen seitens Arbeitgeber gibt es dann so etwas wie zum Beispiel ein Vermittlungsverbot für genau diese Betriebe, die sich eben nicht an die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen halten. Wäre doch umgekehrt auch eine gute und wirksame Maßnahme. Arbeitsminister Kocher hat gestern auch angekündigt, das Arbeitslosengeld reformieren zu wollen. Er kann sich da ein sogenanntes degressives Modell vorstellen, sprich der Betrag sinkt im Laufe der Zeit, startet dafür aber bei einem höheren Betrag, wie er gestern gesagt hat. Was halten Sie davon? Also was wir hier erleben, ist ein sukzessives Aufbauen von Druck auf Menschen, die Arbeit suchen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite hält man übrigens die Türen offen, um den Zuzug am Arbeitsmarkt über Mangelberufsliste, Saisonkontingente und ähnliches, Fachkräfteverordnung, Rot-Weiß-Rot-Card aufrechtzuerhalten. Hier reden wir übrigens um Zuzug vom Drittmarkt, also außerhalb von Europas, um noch irgendwo auf der Welt Menschen zu finden, die um wenig bis gar nichts bereit sind, alles zu tun. Und auf der anderen Seite versucht man, sukzessive Druck aufzubauen auf Menschen, die Arbeit suchen. Und das mitten in der größten Wirtschaftskrise, die wir erleben können. Aber noch einmal, ist so ein degressives Modell nicht vielleicht sogar ein Anreiz, um Menschen viel schneller wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, Langzeitarbeitslosigkeit zurückzudrängen? Wir haben 360.000 Menschen in der Arbeitslosigkeit und 360.000 ungefähr die gleiche Zahl in der Kurzarbeit. Wir gehen davon aus, dass es für viele Menschen schwer werden wird, einen Job zu finden. Warum hat Ihre Partei, die SPÖ, das nicht getan, die ja auch viele Jahre in der Bundesregierung war? Also ich stehe hier als Gewerkschafter und habe kein Parteimandat, weder ein sozialdemokratisches noch ein sonstiges. Aus Sicht der Gewerkschaft kann ich nur sagen, es geht darum, Initiativen zu setzen, um das Thema Langzeitarbeitslosigkeit anzugehen. Da hören wir die Worte der Regierung. Ja, man wird da besondere Initiativen starten. Ich frage mich nur, ob das bei den Unternehmungen Gehör findet, solange man parallel dazu eine Mangelberufsliste aufrecht lässt, die den Unternehmungen einfach die Möglichkeit gibt, aus Drittländern Arbeitskräfte nach Österreich zu importieren, die um wenig Geld alles machen.